them again. Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Akani. Und der Vibe, was geht? Hallo. Moin, Mäuse. Wir schauen uns heute gemeinsam ein Video vom hungrigen Hugo an. Das habe ich mir extra aufgespart. Ich habe die ganze Zeit widerstehen müssen, dich drauf zu klicken, meine Freunde. Heute das Duell der Giganten. Eine Hommage an den kommenden Kampf von Mickey gegen Trimax oder auch Trimax gegen niemand und Mickey gegen sich selber. Ich würde sagen, meine Freunde. Kämpfen wir eigentlich auch? Lukas, du machst seit 8 Jahren Kampfsport gerade und wiegst das Dreifache von mir. Ich mach nicht. Du wiegst das Dreifache von mir. Wir fangen an. Jalla. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns das Ganze mal rein. Wenn ihr Bock auf weitere Videos davon habt, lasst einen Daumen nach oben da, schaut nicht bei. Oh, komm. Lukas, wer übrigens lacht, muss sich das Schienbein brechen. Ja, genau. Ich hab auch reicher Hugo. Alter. Fight Fans, welcome back. 6 Monate Zeit, jetzt 4 6 Monate Boxen. The baddest man on the planet in his prime. Und in 6 Monaten ein großes Event. An undisputed heavyweight champion with ruthless knockout instincts. Ich hau dir so eine rein, getrackt, dass deine Männer so wackeln werden, dass wir auf Twitch gebannt werden. His opponent, Mickey, a uniquely athletic talent who dominated for so long. Ich sag dir das, wie es ist. Ich bin Psychopath. Fighting and beating the very best of his. Das ist nicht Mickey und Trimax. Das sind einfach zwei ganz andere Typen. Mickey und Trimax werden niemals so trainiert sein. Laber. Ich würde ganz gerne mit einem Silberrücken-Gorilla trainieren. Mickey? Fight Fans, welcome back. High stakes and a sprinkle of animosity. Du hast gelacht. Schienbein brechen. Hier ist der Clip. Okay, Mann. Ich hab Blut geleckt. Ich will zu liegen lassen. Everyone loves a showdown between the best fighters our sport has to offer. Das Tracking ist so gut. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das wird jetzt nicht klar. Ich hab super richtig eins in die Fresse. Weil dann merke ich einfach, ich lebe. Du kannst trainieren, so viel du willst. Das ist gerade ein Sound. Das ist Wodka. Ich befürchte, wenn ich sage, wer mein Boxtrainer ist, dass Max dann aufgibt. Mein Ziel ist es, Max so einen zu verpassen, dass der nur noch Clash Royale Videos bringt. Ich bin mir ultra sicher, dass ich gewinne. Psychologische Kriegsführung. Okay. Das ist wirklich so. Mickey hat noch nichts gepostet und Max ist die ganze Zeit übertrieben am Shooten, ne? Ja. Alter, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe schon dreimal zu Kevin gesagt, dass ich gegen ihn kämpfen will. Ich habe ihn sogar vorgestern noch persönlich gefragt und er hat einfach nur gesagt, nee, Diggi, ich weiß nicht. Warum stand hier mein Tee? Schönen Nikolaus. Ist der auch heute? Ich bin evangelisch, keine Ahnung. Du Idiot. Nikolaus ist, wenn Jesus wiedergeboren wurde. Moin Hugo, ich hab gestern einfach Sascha also unsympathisch in der Stadt getroffen. Mega der korrekte Typ. Gestern krieg ich einen Anruf, schlechte Nachrichten. Unser LKW wurde angehalten. Das Problem war, dass in dem LKW nicht nur unsere Klamotten waren, sondern auch noch 12 syrische Flüchtlinge. Auch ganz lustig wohl, als sie den LKW aufgemacht haben, waren halt diese 12 Flüchtlinge drin aus Syrien und die hatten alle Get On My Level Klamotten. Aber ich hoffe, dass sie die Sachen behalten durften, Monte. Sehr gut. Du kennst vielleicht den Spruch, jeder Topf findet seinen passenden Deckel. Mhm. Das Ganze nützt dir aber leider nichts, wenn du ein Lappen bist. Meister Propper hat mich zweimal angezeigt. Leute, Strubels Vater heißt Robert und sein Spitzname ist Rocky. Strubel, ist Rocky gerade bei dir? Ja. Ist er noch wach? Nee, er pennt. Wo pennt er? Unter meinem Tisch. Was? Ist da ein Platz oder ein Bett oder was?
Deck ist das Lied. Es ist actually tatsächlich keine, also es ist wirklich wahr. Ich habe Chef Schrobels Vater auch schon mal kennengelernt. Das ist wirklich insane. Eine Decke. Alles drum und ran, was ihr sehen wollt. Vielen Dank, dass du da warst. Sarah Zahmer, meine Damen und Herren. Tschüss, Mann. Oh nein. No. Neue Staffel Germany's Next Topmodel. Die Kandidaten werden immer beschäftigt. Doch es gibt eine Hoffnung. Der hat was, und zwar Übergewicht. Daniel. Fliegender Wechsel, Danny. Wohin willst du? Nein. Du hast vorher gut gearbeitet in diesem Job. Aber so dein Gesicht, das ist einfach absolut beschissen. Also du bist raus, okay? Tschüss. Tschüss. Opfer. Und Jasmin? Opfer. Bist du? Ja. In die Spiele, wenn's okay. Ich freue mich natürlich, aber es ist blöd, sich zu freuen, wenn man traurig ist gleichzeitig. Aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass du weiter bist, oder nicht? Warte mal. Soll ich nochmal vorkommen? Hast du dein Gesicht mal gesehen? Du bist sowas von raus, aber auch zurecht. Oh nein. Was ich ein bisschen lächerlich finde, ist in den Supermärkten, man soll 2 Meter Abstand halten, okay, verstehe ich. Aber dann ist es irgendwo lächerlich, dass man in den Läden, man kann in den Gängen ja keine 2 Meter Abstand halten. Dann müsste man ja auf dem Regal laufen. Das macht Rainer. Ja, oder man wartet, bis der einer durchgelaufen ist und geht dahinter. Aufhören. Du hast in meine Wand geworfen. Boah, ich mach dir 2 Hände. Was gibt es hier an mir? Meinen sind leer. Digga, der cyberbombende Boss. That can't be his real hair, bro. Yeah, oh wait my minute. God. What? Is that Sasha when he had hair? Wait, Sasha has hair? Diese unqualifizierten Bayern-Tweets jedes Mal. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen, Bruder? Okay, jetzt komm nicht mit Hertha. Also ich, dein Verein sieht da aktuell nicht dagegen. Ja, okay, Digga, wer waren die letzten 3 Trainer von Bayern? Ja, da höre ich nichts. Da hörst du nicht aus dem Altersheim. Rentner. Stabil. Elfter, Digga. Ja, das kannst du mal 4 nehmen und dann hast du dein Alter. Alter, Digga. Oh, Baby. Kam direkt mit Monte ins Altersheim. Jo, er sagt, du bist im Arsch, kann ich mal aufstehen. Guck ihn an. Wo bin ich überhaupt? Wie bewegt er sich? Jo. Was ist denn ein Ogre, Alter? Wie bewegt er sich? Rips? Guck mal, der ist einfach ein Berg. Also du findest Trimax attraktiver als Revi. Ich muss dazu nochmal sagen, ich habe mit Anissa danach nochmal gesprochen. Sie hat das Ganze nochmal richtig gestellt. Sie konnte sich zwischen uns beiden nicht entscheiden und deshalb hat sie das Folgende gesagt. Also wenn ich mich entscheiden müsste... Ich glaube, ich würde... Das ist so unfair. Anissa und ich sind sehr, sehr gut befreundet, Anni. Ich schwöre dir, ich werde... lesbisch werden. Und an der Stelle, meine Instagram-DMs sind wieder geöffnet. Ich bin wieder Single. Meldet euch. Digga, ich kenne keinen Mensch, der noch unbalancierter ist als Unge. Ach ja, Baby. Der stand auf dem Skateboard, ist einfach umgefallen. Der fällt einfach um. Digga, Simon ist wirklich, also Simon hat eine Menge Glück in seinem Leben. Simon kann einfach noch irgendwo buddeln und findet entweder einen alten Goldschatz oder Erdöl. Auf der anderen Seite hat aber Simon leider das Pech, dass der niemals still stehen bleiben kann und immer ständig umfällt. Oh mein. Ja, Digga, Kevin, wie heißt das berühmte Fahrzeug aus dem Film Cars? Lightning McQueen. Lightning McQueen. Lightning McQueen. Mark? Er begeht jetzt einen riesigen Fehler. Oh nee, du hast gerade gegessen. Oh, nee, nein. Wo ist meine Mama? Bist du meine Mama?
Fick deine Mutter, du Wacko! König Knossi reagiert auf feuriger Humor. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Was? Mit 42 Jahren. Was? Nach den bisherigen Erkenntnissen. Knossi ist wirklich so dumm. Wurde ja, der aber das sind doch Marcells Anspielsachen, die kann er doch nehmen. Nein, hat er Alzheimer? Der kann doch mit seinem eigenen Spielzeug machen, was er will. Das ist doch sein Spielzeug. Bei sofort wird er mich verarschen, Alter. Vollliger! Fickst du die Dinger? Bei mir kam doch nicht Behindertenausweis. Ich hab doch nicht Behindertenausweis gesucht. Willst du mich verarschen? Meine Damen und Herren, Knossi sucht Antifaltencreme. Habe ich das zu tun? Bruder, Junge! Alles Suchverlauf! Lüge, Junge! Lüge! Starker Kommentar. Wolltest du nicht auf irgendwas reagieren? Oh, Nico, so du Idiot, süß, die sieht wirklich dich an wie Winnie Pooh einen Honigtopf. Hm? Jetzt wieder irgendeine Alte, die er eingeladen hat? Das ist nicht irgendeine Alte, das ist deine Traumfrau. Lass ihn! Okay. Max öffnet aus Versehen seinen Desktop. Oh, Digga, jetzt. Große Augen, Max. Wait a minute! Das ist übrigens Pit, ne? Mann, hat nämlich eine Wasserallergie. Sein Kopf ist angeschwollen. Hab ich nicht? Oh, sorry. Stark. Leute, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass der Vive absoluter Scheißkerl ist. Und schaut auf jeden Fall beim feurigen, hungrigen Hashtag Hugo vorbei. Hashtag gegen Cybermobbing in die Kommentare. Für Cybermobbing, aber nur bei Vive. Haut rein. Ciao.